Servus Leute, ich bin Zatabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute sind wir angekommen bei der Team of the Week 17 Prediction. Und normalerweise bin ich ein sehr positiver Mensch, aber sehr viel Positives aus diesem Team der Woche kann man leider nicht ziehen. Ihr werdet es gleich sehen. Es gibt 3-4 Spieler, die theoretisch reinkommen könnten, die wahnsinnig gut sind. Aber in der Masse ist es vielleicht sogar das schlechteste Team der Woche. Bruder muss groß. Was ich bis jetzt in diesem FIFA gesehen habe, die Leute, die vielleicht noch Inform-Sets haben oder Elite erreicht haben, das würde ich mir dann 2-3 Mal überlegen, ob man die öffnen sollte. Und ob jetzt eine garantierte Inform-SBC kommt. Das war ja letztes Jahr zum Team of the Year der Fall. Weiß ich nicht. Das Team der Woche spricht nicht so dafür. Vielleicht machen sie am Ende so ein Best-of. Trotzdem nehmen wir die roten Player-Picks mit und vielleicht holen wir ja sogar die besten Spieler daraus. Wenn euch das Ganze trotzdem gefällt, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen. Ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, wir legen dann los mit den ersten Spielern. Wundert euch übrigens nicht, falls meine Stimme noch nicht ganz perfekt klingt. Lasht da ein bisschen tot. Sie sind geistig behindert. Aber bei den Torhütern geht es los mit einer richtigen Waffe, Kappa, und sein Name lautet Gun. Das war wahrscheinlich der schlechteste Wortwitz im Jahre 2019. Geht schon mal gut los. Aber der Torhüter von Southampton hat es geschafft, gegen Chelsea beim 0:0 eben die Null hinten zu halten. Dazu noch 6 Paraden rausgeholt, wurde Man of the Match. Und das Ganze gegen die Mannschaft aus London. Kann sich sehen lassen, könnte es auf jeden Fall reinschaffen. Und jetzt geht's rüber zu dem Mann aus Makedonien und sein Name lautet Dimitrivski. Der gute Kollege hat gegen Real Valladolid einen Elfmeter gehalten. Das ist immer so ein kleiner Punkt, wo EA sagt, komm, den hauen wir ins Team der Woche rein, und dazu noch 1:0 gewonnen. Hat auch sehr, sehr gute Karten, um es am Ende reinzuschaffen. Jetzt bleiben wir aber in der spanischen Liga. Wir gehen rüber zu Sergio Asenjo, der Mann von Villarreal. Absolute Maschine. Mit seiner Mannschaft hat er es unter der Woche geschafft, gegen Real Madrid 2:2 zu spielen. Dort teilweise auch gut gehalten. Und jetzt am Wochenende spielen sie gegen Eibar 0:0. Dazu auch 6 gute Paraden rausgeholt. Und das könnte so eine Karte sein, die ein bisschen höher gerated ist. Und wer weiß, vielleicht wird das reinschaffen. Jetzt gehen wir rüber zu den Verteidigern. Und der erste Mann von Porto namens Militao ist eine sehr interessante Innenverteidigerkarte. Weil wenn man sich die Stats anschaut, denkt man sich, okay, der hat wahnsinnig krasse Stats. Man darf aber nicht vergessen, er ist eigentlich ein Außenverteidiger. Sprich, er wird wahrscheinlich nicht so groß sein. Das macht die Karte dann wieder ein bisschen schwächer, aber trotzdem sieht das nicht verkehrt aus. Und gegen Aves hat er beim 1:0-Sieg eben den einen Treffer gemacht. Dazu logischerweise für Porto die Null hinten gehalten. Und damit gehen wir rüber zum nächsten Innenverteidiger, und das könnte David Lopez werden. Dieser Spanier hat gut gespielt. Gegen Leganes wurde er Man of the Match, Clean Sheet, allerdings kein Tor gemacht. Trotzdem ein saustarkes Spiel gespielt. Und was man auch dazu sagen muss, diese ganzen Kandidaten, die jetzt hier in meiner Prediction am Start sind, das sind wirklich richtige Top-Favoriten. Da gibt es gar nicht so eine große Auswahl für EA, wo sie sagen können, komm, ich nehme vielleicht noch da einen und da einen, weil eben sehr wenig Ligen gespielt haben. Und somit reicht es vielleicht auch für einen Innenverteidiger aus, der möglicherweise nicht mal ein Tor gemacht hat. Raul Silva, der Brasilianer von Braga, ist unser nächster Spieler. Ein Tor gemacht beim 2:0-Erfolg gegen Maritimo, und das in der portugiesischen Liga. Ist auch nicht verkehrt, wobei seine Karte nicht die allerbeste ist, alleine wegen dem Tempo leider. Aber ist auch ein Spieler, der auch in den letzten Jahren immer wieder gute Informs bekommen hat. Wir gehen rüber zu Deportivo Alaves, und dort haben wir den Chilenen namens Maripan. Gegen Valencia haben sie es geschafft, 2:1 zu gewinnen. Maripan als Innenverteidiger ein Tor vorbereitet, hat zwar ein Tor kassiert, könnte dennoch reichen. Und ihr merkt schon, was hier für Ligen vor allem vertreten sind. Gleich kommen auch viele Premier League Spieler. Und das war eigentlich auch so meine Hoffnung. Ich habe mir gedacht, komm, Premier League, da werden vielleicht richtig geile Informs rauskommen. Müssen wir abwarten. Vereinzelt wird es trotzdem ein paar starke geben, das ist keine Frage. Aber nicht das Gelbe vom Ei, wir gehen rüber zu Gaspar. Der gute portugiesische Bruno hat gegen Belenenses beim 2:1-Sieg einen Treffer gemacht. Das Ganze als Rechtsverteidiger. Wird seine stabile 80er Karte bekommen. Sieht auch nicht verkehrt aus, aber dennoch Weekend League tauglich, nicht unbedingt. Und nun geht's rüber zum letzten Verteidiger dieser Episode. Könnte ein sehr interessanter Kandidat sein, und das ist Van Arnold. Er hat bereits eine Footmiss-Karte bekommen gehabt. Das Ganze logischerweise als SBC. Wer die vielleicht verpasst hat, könnte sich den jetzt womöglich am Mittwoch um 19 Uhr dann kaufen. Und diese Karte sieht erstens von den Stats wirklich sensationell gut aus. Dazu darf man nicht vergessen, heute Abend kommt das Team of the Year. Ein Virgil van Dijk ist am Start wahrscheinlich. Und den kannst du eben schon mal sehr gut mit den Van Dijk verbinden. Und ich denke, allein aus diesem Grund könnte der vom Preis auch sehr interessant sein. Am Anfang wird er natürlich sehr wenig kosten, weil er bei den ganzen Lightning Rounds sehr häufig gezogen wird. Ist aber ein Spieler, worauf man vielleicht ein Auge werfen sollte, auch mal testen kann. Beim 2:0-Sieg gegen Wolverhampton hat er ein Tor vorbereitet, dazu die Null hinten gehalten. Das passt, denke ich. Und falls ihr euch bei irgendeiner Karte dachtet, komm, den wirst du auf keinen Fall benutzen können, dann schaut euch jetzt bitte die Karte von Santi Cazorla an. Von den Namen her, man kennt ihn, hat bei Arsenal gespielt, ist wirklich ein guter Fußballer. FIFA-technisch muss man leider sagen, eine absolute Katastrophe. Und jetzt wird wahrscheinlich noch der Vogel abgeschossen. Normalerweise als ZM. Dort kann man ihn vielleicht noch zu 1% spielen. Und das war's aber jetzt an dieser Stelle komplett. Links Mittelfeld gespielt. Muss dreimal los, Jungs. Das wird auf jeden Fall nichts Gutes. Aber Hut ab vor seiner Leistung. Gegen Real Madrid 2 Tore gemacht. Das Spiel geht 2:2 aus. Jetzt hat Real Madrid gestern gegen Real Sociedad auch noch 2:0 verloren. Ist sehr bitter für den Verein. Und Santi, wir freuen uns auf dich. Vor allem dann in den roten Player.
Picks. Das wird eine Sensation. Und jetzt gehen wir aber rüber zu einem Spieler, der wirklich geil sein könnte. Und das ist Bernardo Silva. Liverpool gegen Manchester City. Es war wirklich ein Top-Duell. Von der Qualität schwer zu überbieten. Beide Mannschaften, großer Respekt voreinander, spielen diese und letzte Saison einfach einen genialen, kranken, brutalen und mir fehlen die Adjektive krassen Fußball. Liverpool war vor dem Spiel 7 Punkte vor City. Sprich, hätten sie das Spiel gewonnen, wären es dann 10 gewesen. Jetzt hat aber City das Spiel 2-1 für sich entscheiden können. Jetzt sind es nur noch 4 Punkte. Trotzdem Liverpool erster, Manchester City zweiter. Und Bernardo Silva hat einen knackigen Rekord aufgestellt. 13,7 Kilometer in einem Spiel gelaufen. Der Junge hat eine Lunge, die ist wahrscheinlich größer als mein ganzer Kopf. Keine Ahnung, wie er die trainiert hat. Möchte ich gerne ein paar Tipps haben. Aber ohne Schmarrn, Leute. Wahnsinnig krasse Leistung. So viel Meter in ein Spiel zu laufen, ist wirklich fantastisch. Durchschnittlich laufen Spieler im Mittelfeld, schätze ich mal, so 10, 11 Kilometer. Dazu hat er ein Tor vorbereitet, zwar keins geschossen. Es gäbe noch einen anderen Kandidaten, zu dem werden wir später kommen. Müssen wir schauen, wer es am Ende wird. Ich hoffe, vielleicht nehmen sie sogar 2 City-Spieler rein. Wäre natürlich ein bisschen attraktiver fürs Team der Woche. Und wir gehen rüber zum nächsten richtig brutalen Knaller. Und das ist Christian Rivera. Wundert euch nicht, Leute, falls ich ein bisschen komisch rede. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen broke, muss ich ehrlich sagen. Gegen Real Betis einen Treffer gemacht. Das Spiel geht 2-1 aus. Ist eine sehr solide Leistung. Könnte auf jeden Fall ins Team der Woche reinkommen. Ob der Spieler interessant ist, wage ich zu bezweifeln. Aber nun geht's wieder in die Premier League. Dort sind die Spieler meistens sehr interessant. Und hier haben wir den guten Schotten namens Fraser. Ein Treffer gemacht, ein Treffer vorbereitet. Er hatte einen sehr starken November gespielt. Im Dezember lief es auch nicht verkehrt. Und Bournemouth hat es geschafft, gegen Watford 3-3 zu spielen. Es sind viele Tore gefallen. Aus diesem Spiel gibt es noch einen Spieler, der es auch reinschaffen könnte. Aber erstmal geht es rüber zu Thomas Pina. Der Mann von Deportivo hat gegen Valencia beim 2-1 Erfolg einen Treffer gemacht. Vorne habe ich ja den Innenverteidiger von Deportivo erwähnt. Ich denke, einer von den beiden wird es am Ende reinschaffen. Ich werde für den Spanier, weil er einfach ein höheres Rating hat, werde ein bisschen interessanter. Und jetzt geht's rüber zu den Spieler von den Gunners und das ist der Schweizer namens Xhaka. Der gute Granit Xhaka ist wirklich ein sehr temperamentvoller, starker Teamleader. Wenn der mal einen Schuss auspackt, dann möchtest du als Torwart nicht unbedingt im Tor stehen. Ich finde übrigens, auf seiner normalen Goldkarte ist sein Schusswert viel zu niedrig angesetzt. Aber nichtsdestotrotz, Leute, hat er gegen Fulham beim 4-1 Sieg einen Treffer gemacht. Ich denke, er hätte es auf jeden Fall am meisten verdient, reinzukommen. Und das wäre zumindest mal wieder ein Premier League Spieler mit einer 86er Karte. Ist nicht verkehrt, ist natürlich nicht der Beste aufgrund seines Tempos. Aber nun geht es rüber zum höchsten bewerteten Spieler, der es möglicherweise reinschaffen könnte. Und ich habe mich hier für Harry Kane entschieden. Und warum entschieden? Zum einen gibt es auch noch Eriksen, der hat einen Treffer gemacht. Allerdings hat Harry Kane einen Treffer gemacht und einen Treffer vorbereitet. Es wird so ein 50-50-Ding, denke ich mal, zwischen den Zweien. Einer von denen soll es aber reinschaffen. Bitte, ey, komm schon, tun es das nicht an. Die Spurs haben nämlich 3-0 gegen Cardiff City gewonnen. Läuft auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Und von Tottenham gehen wir rüber nach Manchester. Und da ist schon der vorhin erwähnte zweite mögliche Kandidat von Manchester City namens Leroy Sané. Und mittlerweile ist es schon so ein Typ, der teilweise wirklich Spiele entscheiden kann. Das zeigt, was er für eine Weltklasse Qualität besitzt. Und mit seinem linken Fuß hat er den einfach mal an den Innenpfosten gehauen. Gegen Liverpool, wie gesagt, beim 2-1 Sieg. Und jetzt ist eben hier die Frage, was wird EA machen? Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht 2 Spieler rausnehmen aus dieser einen Mannschaft. Ansonsten gibt es noch einen Fernandinho, der wahnsinnig stark gespielt hat, wobei er eben FIFA-technisch nicht so interessant ist wie ein Sané. Da bin ich gespannt, was passieren wird. Statt, wie gesagt, immer eure Meinung in die Kommentare. Von den einen Schweizer gehen wir rüber zum anderen. Der spielt allerdings in Portugal bei Benfica. Und das ist Seferovic, der Ex-Frankfurter. Gegen Rio Ave hat seine Mannschaft 4-2 gewonnen. Er war absolut daran beteiligt, dieses Spiel zu gewinnen, denn 2 Tore gemacht, ein Tor vorbereitet. Ist für den Stürmer eine richtig gute Bilanz. Ich denke, der sollte es auch reinschaffen. Und jetzt geht's rüber zu einem Brasilianer namens William José. Der Mann von Real Sociedad hat mit seinem Team gegen Real Madrid 2-0 gewonnen. Und dieser Brasilianer hat zum einen einen Elfmeter reingemacht, dazu noch ein Tor vorbereitet. Und wir gehen nochmal rüber in die Premier League. Und hier haben wir vielleicht den interessantesten Spieler von diesem Team of the Week, Leute. Und das ist Arnautovic. Der Österreicher, kann man sagen, was man will, ist einfach ein saugeiler Fußballer. Ich habe schon öfters mal von dem geschwärmt, was der einfach für ein Temperament auf dem Spielfeld hat und für einen Ehrgeiz. Das ist wirklich der Wahnsinn. Fußballerisch hat er auch einiges zu bieten. Ich meine, nicht umsonst spielt er auch bei West Ham. Und dort ist er auch einer der besten Spieler. Und in der Premier League haben sie gegen Brighton 2-2 gespielt. Er hat beide Treffer gemacht. Daher sehe ich es auch als sehr wahrscheinlich, auch unter den ganzen Umständen, dass er es am Ende auf jeden Fall reinschaffen könnte. Ich denke, viele von euch werden sich freuen. Und wenn man sich mal so die Karte anschaut, dann sieht diese Karte überragend gut aus. Und vom Österreicher gehen wir wieder rüber zu einem Engländer namens Diney. Watford hat gegen Bournemouth 3-3 gespielt. Fraser wäre so ein Kandidat, der es ins Team of the Week schaffen könnte. Der englische Spieler von Watford aber auch. Der Kollege hat 2-mal getroffen, 1-mal vorbereitet, war an allen 3 Toren beteiligt. Und jetzt geht's rüber zur Auswechselbank. Das Ganze geht sehr schwedisch los. Toivonen ist unser nächster Kandidat. 2-mal getroffen beim 2-1 Sieg gegen Western Sydney Wanderers FC. Ihr wisst Bescheid. Dann haben wir Treveri
Rio hat eine Hattrick geschossen, 3 Golazos. Als nächstes wieder aus Australien, Brosque, ebenso 3-mal zugeschlagen. Dann haben wir noch einen Engländer, der normalerweise eine Bronzekarte hat, wird vielleicht einen Silber davon bekommen, namens Hope. Hat für sein Team 2-mal zugeschlagen. Dann haben wir Marcus Harness. Er durfte 3-mal zuschlagen. Als nächstes hätten wir einen Rechtsverteidiger namens Pite, auf seiner Position 2 Tore gemacht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch einen Goldspieler namens Funes Mori. Der Argentinier hat 2 Golazos geschossen und das war's im Großen und Ganzen mit dem ganzen Team der Woche 17. Vereinzelt gibt es ein paar Spieler, die man sich daraus picken kann, die wirklich überragend sind, wie zum Beispiel ein Arnautovic, wer weiß, vielleicht ein Leroy Sané. Aber im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sein, wenn man selbst das Positivste versucht rauszuziehen, wird das möglicherweise das schlechteste Team of the Week sein. Aber jetzt kommt das Team of the Year, der Hype ist da. Und wenn das Ganze euch am Ende gefallen hat, würde ich mich dennoch über eine Bewertung freuen. Schreibt in die Kommentare, wen ich möglicherweise vergessen habe. Schaut gerne auf Instagram vorbei, da bin ich jeden Tag aktiv. Und da werden übrigens die ganzen Gewinnspiele jetzt verkündet. Zum einen Liverpool-Trikot, zum anderen 500 Euro PSN-Karten. Und dann sehen wir uns, Leute, morgen beim nächsten Video. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.